Hallo und herzlich willkommen im Wald. Es ist inzwischen doch ein Thema, was offensichtlich viele von euch interessiert, nämlich der ganze Stofftransport im Baum, ne? Insbesondere der Langstreckentransport. Und Langstrecke ist da ja durchaus zutreffend, wenn wir bedenken, dass die grundsätzlichen Transportsysteme sich zwar von Nadelbaum zu Laubbaum ein wenig unterscheiden, aber definitiv auch in den größten Bäumen der Erde genauso funktionieren wie in relativ kleinen Dingern von 10, 20 Metern. Ne? So, das heißt, wir haben also maximal einen Langstreckentransport von durchaus 120 Metern, der da irgendwie funktionieren muss. Und das ist selbstverständlich jetzt nicht so ganz einfach und nicht so ganz trivial zu erklären. Und jedes Mal, wenn ich das ein bisschen andeute, was in diese Richtung, oder mal ganz grob kurz mal nebenher erkläre, dann gibt es Fragen. Und aufgrund dessen, dass da jedes Mal danach gefragt wird, was ja schön ist, das ist schön, nicht, dass ich mich beschweren möchte, habe ich mir gedacht, jetzt machst du mal ein bisschen ein ausführlicheres Video zu dem Thema und erklärst mal das Gesamtsystem in einem Rutsch und nicht nur als kleine kurze Erklärung für irgendeinen kleinen spezifischen Zusammenhang. So, zuletzt gab es diverse Fragen bei dem blutenden Baumstumpf, ne? Also bei dem Baumstumpf, was in das Wasser noch so ein bisschen hochgedrückt wurde. Das war so der letzte Punkt, wo viele Fragen eben diesbezüglich kamen. Und es gab auch ein paar Theorien und durchaus sehr interessante Sachen. Und ich blende euch da jetzt einfach spaßeshalber an dieser Stelle mal das eine oder andere ein, was da so dazu geschrieben wurde, was jetzt halt eben teilweise auch für dieses Video eben verantwortlich ist, diese entsprechenden Schriebe. So. Da müsst ihr dann jeweils auf Pause drücken, wenn ihr das ganz lesen wollt. Wer es jetzt nicht unbedingt so ganz hundertprozentig lesen möchte, der muss dann halt entweder sehr schnell lesen oder multitaskingfähig sein und mir zuhören plus lesen entsprechend können. So, jetzt aber. Thema Nummer 1, was wir mal geklärt haben müssen für den ganzen Transport im Baum, ist, worin wird denn transportiert, beziehungsweise womit wird transportiert? Und das sollte den meisten Leuten wahrscheinlich schon klar sein, wie in jedem Bioorganismus, sage ich jetzt mal, es gibt nur Bioorganismen, wie in jedem Lebewesen findet ein Transport immer in einer wässrigen Lösung statt. Und diese wässrige Lösung enthält in erster Linie erstmal Wasser. Das ist ja generell bei allen Lebewesen so, ohne Wasser kein Leben, wissen wir alle. Wenn wir uns eine Qualle angucken, die ja nahezu fast nur aus Wasser und dann halt eben offensichtlich noch so ein paar anderen Dingen eben entsprechend besteht und so weiter und so weiter. Wasser ist also der zentrale Stoff, der eben für die ganzen Transportvorgänge eine Rolle spielt. Und wenn wir jetzt von Wasser reden, dann müssen wir auch von diesem unglaublichen Erkenntnis reden, das wir mal hatten, als wir damals im Chemieunterricht gesessen sind und unser Chemielehrer / Lehrerin Sterncheninnen oder wie war das? Egal. Jedenfalls, dass unsere Chemielehrkraft eben darauf hingewiesen hat, dass Wasser ein Dipolmolekül sei. Und die Anomalie des Wassers hat hoffentlich beides jeder schon mal gehört, meines Wissens. Und ich war ja auf allen Schultypen, wird das, glaube ich, auf allen Schultypen irgendwann mal angesprochen. Also selbst wenn man Chemie so gut es irgendwie ging, abgewählt hat und Physik auch, dann würde man zumindest mal die Anomalie des Wassers schon mal vielleicht irgendwo gehört haben. Und dass es ein Dipolmolekül ist, gegebenenfalls eventuell auch, ne? So, das heißt, unser Wasser hat halt eben ganz besondere Eigenschaften, die die meisten anderen Flüssigkeiten oder Stoffe in flüssiger Form eben jetzt so nicht unbedingt aufweisen, beziehungsweise eben gar nicht. Nämlich, es kann unter anderem
Wasserstoffbrücken ausbilden. Um die soll es jetzt mal gehen, dass es sich im Übrigen beim Gefrieren ausdehnt und nicht zusammenzieht, wie alle anderen Stoffer das normalerweise tun. Das ist auch nochmal durchaus interessant und selbstverständlich in der Natur durchaus ein Prozess, der immer mal wieder für alle möglichen Erklärungen herhalten muss. Spielt jetzt hier allerdings erstmal keine Rolle. Für uns sind jetzt erstmal die Wasserstoffbrücken interessant. Ne? Das heißt, Wassermoleküle können mit anderen Wassermolekülen zusammen eine Bindung eingehen. Die kleben also jeweils aneinander. Ne? So, und durch dieses Aneinanderkleben unserer Wassermolekülchen, gibt es jetzt zwei wesentliche Prozesse, die beim Transport von Stoff im Baum, ich sage jetzt mal vorsichtig Stoff, Wasser selber wird ja auch transportiert, aber es werden auch Stoffe transportiert und da spielen zwei wesentliche Eigenschaften eben dieser Wasserstoffbrücken eine Rolle, nämlich dass Wasser dadurch eine Oberflächenspannung besitzt und die Wassermoleküle eben aneinander noch eben entsprechend kleben und daraus ergibt sich zum Beispiel dieser berühmte Kapillareffekt, von dem man vielleicht auch schon mal gehört hat. So, wer da noch nichts von gehört hat, der schnappt sich einen Bottich mit Wasser und besorgt sich einen nach Möglichkeit durchsichtigen, sehr dünnen Strohhalm aus zum Beispiel, ja egal, irgend so ein dünnes Plastikröhrle halt, kleines dünnes Glasröhrle, wurscht, und das stellt er da in seinen Topf mit Wasser, beziehungsweise hebt es vielleicht auch nah an die Oberfläche, also so ein bisschen reintunken. So, und was wird man dann feststellen? Dass der Wasserstand in diesem sehr dünnen Röhrchen höher steigt als der Wasserstand im Rest der Schüssel. Also in diesem sehr, 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 sehr dünnen, nennen wir es mal einfach Kamin, steigt das Wasser automatisch nach oben wegen eben diesem Kapillareffekt. Und das liegt halt daran, dass das Wasser mit seiner Oberflächenspannung an der Wand des Gefäßes der kleinen Röhre haftet, ne? Weil da spannt es sich sozusagen dran, sage ich jetzt mal ganz, ganz laienhaft, und der geneigte Chemiker oder Physiker möge mir bitte verzeihen, dass ich das mal wieder total unkorrekt physikalisch-chemisch erkläre, aber dadurch bleibt es sozusagen eben an der Wand kleben und kann deshalb dann ein bisschen nach oben klettern, weil halt eben die Spannung der anderen Wassermoleküle von unten ist da sozusagen reindrückt. Sagen wir mal ganz vorsichtig, ne? Dass es nicht sofort wieder rauskommt, weil wenn man das Röhrchen dann rauszieht, bleibt das Wasser im Röhrchen normalerweise vorhanden und bildet dann den gleichen Wasserfaden, der vorher drin aufgestiegen ist und flutscht dann nicht mehr raus, weil die Schwerkraft nicht ausreicht, um eben die Anziehungskraft des Wassers an seiner Gefäßwand eben entsprechend zu überwinden. Außerdem kommt noch erschwerend dazu, dass so ein Wasserfaden relativ lang werden kann, weil eben durch das Wasserkleben der Wassermoleküle aneinander dieser Wasserfaden relativ stabil ist. Das ist nicht einfach nur locker aufgestapeltes Wassermoleküle, eins über das andere und die liegen da auf einem lockeren Haufen, sondern die hängen ja auch nochmal aneinander fest. Und diese beiden Prozesse zusammen, die sind halt wesentlich maßgeblich für den entsprechenden Kapillareffekt. So, jetzt wissen wir schon, das habt ihr hoffentlich alle schon mitbekommen, dass es jetzt um Holz geht. Und Holz enthält sehr, 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 sehr dünne, kleine, feine Wasserleitungen. Ne? Also quasi so Kapillarröhrchen, wenn man das so möchte. Gucken wir uns gleich noch am Holz ein bisschen an. Da muss ich sogar noch ein bisschen was Hässliches aufmalen, damit man das auch ja versteht. Ist dann zwar hässlich, aber hilft. So. Und wenn wir jetzt also so ein dünnes Kapillarröhrchen in unserem Holz in das Wasser stellen, wo kommt das Wasser her? Na, das ist im Boden. Gehen wir jetzt einfach mal vom einfachsten Fall aus. Wir haben einen Baum, der einfach nur aus dem Stamm von mir aus oben noch ein paar Blättern besteht und gar keine großartige Wurzel aufweist, weil er steht quasi mit dem Fuß in einem unterirdischen See. So, und in diesem unterirdischen See, da gibt es halt wieder diese Oberflächenspannung des Wassers und deswegen drückt sich das Wasser dann diese ganzen kleinen Mini-Röhrchen im Stamm, drückt sich das Wasser dann hoch und das Wasser steigt auf und so hätten wir jetzt schon einen Wassertransport im Baum. Allein durch diese Kapillarkräfte würde das Wasser da eine ganze Ecke weit entsprechend steigen. Das steigt übrigens umso stärker und umso höher, je kleiner die entsprechende Kapillare wird. Ich glaube, das ist ein vierter Potenz. Je geringer der Durchmesser und umso geringer der Durchmesser und noch geringer der Durchmesser, dann steigt das da wirklich in enorme Kräfte und kann dann relativ lange Distanzen allein durch diese Kapillarwirkung zurücklegen.
Aber der Faktor, der dafür sorgt, dass es da überhaupt hochsteigt, sorgt auch dafür, dass es da nur bis zu einer gewissen Grenze hochsteigen kann, weil irgendwann sorgt eben gerade eben dieses dran kleben bleiben an der Hülle auch dafür, dass es nicht mehr weitergeht. Ne? Also das erzeugt ja auch einen gewissen Widerstand des weiter Hochsteigens des Wassers, dass es halt eben an der Hülle kleben bleibt. So, und damit, da gibt es vielleicht noch andere Gründe, ich bin kein Experte für Kapillarkräfte, damit ist da einfach die Maximalhöhe, egal wie dünn das Röhrchen wird, die so ein Wasserfaden allein durch Kapillarkräfte nach oben steigen kann und durch die Schwerkraft im Übrigen, die Schwerkraft spielt da selbstverständlich auch noch eine Rolle, ne? Da zieht ja immer die Gravitation dran an diesem Faden, ist da eine gewisse Maximalhöhe eben rechnerisch vorgegeben, physikalisch. Und wo die liegt, weiß ich nicht, aber 15 Meter, 10 Meter, 20 Meter, aber in jedem Fall deutlich unter ganz normalen Baumhöhen in Deutschland. Ne? Da müssen wir uns gar nicht erst irgend so ein Kauri-Tui in Neuseeland, die werden sehr, sehr hoch, ist ein Laubbaum, oder ein Eukalyptus werden auch sehr hoch, ist auch ein Laubbaum, oder natürlich die Redwoods, also die Sequoia Dendron Giganteum-Bäumchen, die auch ebenfalls sehr hoch werden und in Amerika rumstehen und Nadelbäume sind. Ja, aber gibt es viele Beispiele für Bäume, die deutlich über 30, 40 Meter hinaus entsprechend wachsen. Auch schon allein unsere Douglasie, die höchste Douglasie Deutschlands, ist auch 64 Meter oder sogar noch mehr oder ist inzwischen schon deutlich drüber. Ich weiß es gerade nicht mehr auswendig, aber die ist auf jeden Fall weit über 60 und wird die 70 mit Sicherheit auch noch erreichen, wenn sie nicht demnächst jemand umsägt oder sie vom Blitz getroffen wird oder ähnliches. Soll heißen, am Kapillareffekt allein kann es nicht liegen, dass wir eine Wasserleitung durch den kompletten Baum bekommen. Da muss noch irgendein anderer Effekt eine Rolle spielen, der den Wassertransport über diese riesigen Entfernungen eben entsprechend ermöglicht. Die Kapillarkräfte helfen, aber das ist auch schon alles. So, und jetzt müssen wir uns nämlich eben ein bisschen genau auseinandersetzen, woraus besteht denn eigentlich unser Holz, beziehungsweise wie sieht denn so ein Holz aus, dass da eben ein solcher Langstreckentransport von Wasser, erstmal nur Wasser, zu dem Rest kommen wir später, stattfinden kann. Deswegen muss ich jetzt ein kleines bisschen hier rumlaufen und Holz suchen, abgesägtes Holz. Nicht rumstehendes Holz, das hilft uns jetzt erstmal nichts. Außer, dass man sich jetzt vor dem geistigen Auge das Wasser vorstellen kann, das da nach oben steigt. Ich such mal. Ja, hier haben wir ein geeignetes Holz. Ich bitte die Straßengeräusche im Hintergrund zu entschuldigen. Wenn man auf der richtigen Seite vom Berg ist, geht's hier oben. Auf der falschen Seite wird's schwierig. Oh, ein Borkenkäfer. Wo ist er? Da. Seht ihr? Das ist ein Borkenkäfer, mit ziemlicher Sicherheit. Naja, egal, den brauchen wir jetzt nicht. Was wir brauchen, ist eben entsprechend unser Holz. Ne, das hier ist ein junger Baum, den hat man entsprechend abgesägt. Und jetzt können wir kurz mal differenzieren, was haben wir denn alles für so verschiedene Materialien in so einem Baumstamm. Ne? Wir haben einmal Holz. Beim Holz können wir unterscheiden ins Kernholz, ist hier dieser innere Ring, hier ganz schön zu sehen. Und das sogenannte Splintholz, so das äußere Holz, ne? Der äußere Bereich. Das bitte merken, Bild so im Hirn bitte speichern. Dann haben wir zwischen Holz und Rinde, Rinde ist hier schön zu sehen, zoomen wir noch ein wenig ran. Ja, zwischen Holz und Rinde haben wir hier eine sehr, 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 sehr dünne Schicht, die man so mit bloßem Auge nicht erkennen kann. Und das habe ich euch auch schon mehrfach irgendwo erzählt. Das ist das Cambium, ne? Die Wachstumsschicht des Baumes. Was macht die? Naja, das sind so eine Art, ganz einfach ausgedrückt, damit es der Mensch auch versteht, embryonale Stammzellen. Bei Pflanzen ist das nichts Besonderes, aber man könnte es sich so vorstellen,
Zellen, aus denen sich verschiedene andere Gewebetypen entwickeln können. Die sind also mehrfach potent. Die meisten Zellen, also insbesondere im menschlichen Körper, gibt es eigentlich im Wesentlichen bloß Zellen, die sich nochmal in das teilen können, was sie vorher schon sind. Ne? Also eine Hautzelle kann auch mal zu einer Hautzelle werden. Eine Muskelzelle kann sich teilen, dann gibt es eine zweite Muskelzelle. Aber was anderes als Muskel- oder Hautzellen können die nicht erzeugen. Die Zellen, die hier im Kambium sitzen, das sind so tolle Superzellen, weil die können entweder neue Kambiumzellen werden oder Holzzellen verschiedener Art sogar oder Rindenzellen. So, heißt, nach innen gibt unser Baum, unser Kambium Holzzellen ab, wächst damit selber nach außen, weil sich dann quasi nach außen drückt, indem es nach innen immer neues Holz an das bereits vorhandene Holz anlagert. Kann man soweit hoffentlich nachvollziehen. Nach außen drückt es dann entsprechend die Rinde weg. Die platzt dann am Rand auf und nach bröckeln dann mal so einzelne Partikel von der Rinde halt eben entsprechend vom Baum. Oder es ist eine dehnfähige Rinde, die sich mitdehnt, ist hier nicht der Fall. Hier würde sie nach und nach einreißen und dann so einzelne Partikelchen eben wie gesagt vom Baum runterfallen. Aber das geht so langsam, dass das nicht weiter dramatisch ist und man kriegt es kaum mit. So, und jetzt können wir bei dieser ganzen Rindeschicht auch nochmal unterschiedliche Schichten feststellen. Wir haben hier außen, ganz außen, dieses relativ dicke, korkartige Brockenmaterial. Das ist totes Gewebe, das einfach nur als mechanischer Schutz des Baums nach außen dient. Ne? Da soll nichts durchkommen, was dem Baum irgendwie schaden könnte. Auch wenn da mal jemand dagegen rennt oder mit dem Ast dagegen haut irgendein Kind und so weiter und so fort. Im Regelfall passiert dem Baum da nichts, weil dieses Material schon relativ dick, also hier jetzt nicht, aber relativ dick zumindest sein kann und einen guten mechanischen Schutz bildet. Ist ja auch schön hart, ist schön stabil, weiß jeder, der schon mal gegen einen Baum gerannt ist. Wenn nicht, probiert's mal aus. Bitte mit schönem Anlauf, mit voll Schmackes, total dagegen. Ich gehe gleich nochmal woanders hin, dann sind die bösen Motorradfahrer weg. Mich nerven sie auch. Wie dem auch sei. Danach haben wir hier diese rötliche Schicht. Das ist eben die Nachwachsschicht der äußeren Borke. Ne? Da wird die quasi, da wächst die nach. Und jetzt haben wir hier nochmal so eine relativ grobe Schicht. So ein ganz interessantes Material, das so ein bisschen porös wirkt. Vielleicht kann man das sehen. Ah, andersrum. Andersrum, ne? Wirkt so ganz leicht porös. Und das ist kein Zufall, weil da handelt es sich jetzt um das sogenannte Phloem, auch innere Rinde genannt, wenn man es unbedingt auf Deutsch haben möchte. Aber ich möchte den Begriff Phloem weiter verwenden. Beim Holz handelt es sich ums Xylem. Wer sich das nicht merken kann, das Xylophon. Ne? Also dieses Ding, wo du auf irgendwelchen Holzplättchen drauf rumklopfst, wie der Depp, weil er kein besseres Musikinstrument beherrscht. Weiß ich noch aus dem Musikunterricht. Ne? Ich konnte nichts Gescheites, also habe ich ein Xylophon gekriegt und durfte da drauf rumkloppen. Egal. Holz, Xylem, das Xylemgewebe, außerhalb des Kambiums, unterhalb der Borke. Wenn der Baum überhaupt eine Borke hat, es gibt auch welche ohne, ist egal. Gehen wir jetzt einfach mal davon aus, wir hätten eine, findet sich das Phloem. Das Phloem auch ein überaus wichtiges, da wo mein Fingernagel drauf zeigt, überaus wichtiges Gewebe. So, und das haben wir uns jetzt hoffentlich bitte alle gemerkt. Ja? Gut, dann kann ich jetzt wieder wohin gehen, wo keine Autos oder zumindest weniger davon zu hören sind. Das hat zwar nichts mit dem Video an sich zu tun, aber das Problem ist leider, das hier ist einer der schönsten Plätze weit und breit und ich bin hier total gerne. Dieser Ort hat so eine richtig tolle Atmosphäre. Wenn nicht der Lärm mit den Motoren wäre, der leider von der Straße aus dem Tal hier hochdröhnt. Die ist eigentlich relativ weit weg, aber es ist ein super Schallleitung offensichtlich nach hier oben gegeben. Ich bin jetzt gerade mal 30 Meter weiter hinten, also Straße da drüben. Und ich bin jetzt hier, 30 Meter, und schon hörst du kaum noch was davon. Das ist schon relativ faszinierend. Egal, trotzdem ist es ein Ort, wo ich gerne entsprechend Videos drehe. Oh, da war ein Mäuslein. Wie dem auch sei, kommen wir zurück zum Thema, und zwar zum Holz. Jetzt hatte ich schon in die verschiedenen Videos erwähnt, und der ein oder andere wird es von euch schon gewusst haben, und ich habe es ja auch schon angedeutet, im Holz befinden sich also jetzt eben diese dünnen Wasserleitungen. Im Prinzip kann man sie Kapillaren nennen, wenn man möchte. Ne?
Und das sind so ganz, 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 ganz dünne Röhrchen, eben die durch den kompletten Stamm im Holz durchlaufen. So, die werden vom Kambium gebildet, weil sie werden ja im neuen Holz logischerweise gebildet, damit sie dann eben entsprechend da sind, auch im alten Holz. Im alten Holz können sie nachträglich nicht mehr gebildet werden. Aber, das ist wichtig, die Bildung von dem Zeug ist schon ein bisschen komplizierter, als dass man sagen könnte, da geht das Kambium hin und macht die und dann sind die da. Das funktioniert nämlich nicht. Was das Kambium nämlich logischerweise nur kann, ist als lebende Zellmasse andere lebende Zellmasse hervorbringen. Gut, rein technisch gesehen wäre es vielleicht möglich, dass was Lebendes, was nicht Lebendes gebiert, leider. Aber zumindest bei den Pflanzen funktioniert das so nicht. Nach einer Zellteilung, nachdem die Zelle sich vermehrt hat, immer verdoppelt, kommt es immer dazu, dass eine zweite, erstmal lebende Zelle entsteht. Wenn die dann direkt darauf abstirbt, dann ist sie zunächst mehr zu gebrauchen und totes Material und hat sich eh noch nicht genug ausdifferenziert, sondern so eine junge Zelle, die kann erstmal nichts. So, und jetzt müssen wir uns ganz kurz mal ein bisschen Gedanken machen. Dafür male ich mal ein bisschen was hier auf. Ich muss nur eine leere Seite finden in meinem Büchlein. Was eigentlich so eine Zelle eigentlich ist, ne? So eine Pflanzenzelle, beziehungsweise wie die eigentlich so grob aussieht. Und man kann sich jetzt insbesondere eine Pflanzenzelle im Prinzip als ja, sowas hier vorstellen. Im Prinzip ist so eine ganz, ganz junge Pflanzenzelle erstmal eine Hülle und da ist jetzt irgendwas drin. Die Hülle ist aber entscheidend. Nicht das, was drin ist, ist entscheidend. Was ist da jetzt so drin? Naja, zum Beispiel, ich male mal ein bisschen was auf. Jetzt kommt auch der Wind. Also das Wetter ist heute nicht mit mir. Beziehungsweise die Toneffekte sind nicht mit mir. Egal, ich habe ja das Büchlein, um die Kamera vom Wind abzuschirmen. ja, das hier ist jetzt mal eine ganz schematische Zelle. Das dicke, fette Teil in der Mitte, das ist mit Wasser gefüllt. Die Zellsaftvakuole, ganz wesentlicher Bestandteil einer Pflanzenzelle, dient dazu, dass die Zelle nicht in sich zusammenfällt, sondern einen gewissen inneren Druck einfach aufbaut. Das ist sozusagen der Luftballon, nur dass Wasser drin ist, im Inneren, der dafür sorgt, einfach, dass das ganze Zeug nicht zusammenfällt. Ne? Einfach, da muss Material rein, um da Druck zu erzeugen. So, dann haben wir noch einen Zellkern. Das habe ich jetzt mal das Ding da hingemalt. Da sind sämtliche sehr Erbinformationen drin, ne? Was die Zelle so tun soll, die Steuerung der Zelle. Das Ding, was da dranhängt, raus, endoplasmatisches Reticulum, hat man vielleicht schon mal gehört. Ich brauche jetzt nicht alles erklären. Tatsache ist, worauf ich eigentlich hinaus möchte, dass da so ein Mitochondrium soll das sein. Jetzt fällt es mir ums Verrecken nicht ein, peinlich. Ja, wurscht. Worauf ich hinaus möchte, eine Zelle enthält einen Haufen Zeug, quasi Organellen nennt sich das, ne? Funktioniert wie Organe bei einem komplexeren Lebewesen. All diese kleinen Dingelchen, die da drin sind, die haben alle irgendeine Aufgabe zu erfüllen und sorgen für irgendeinen bestimmten Teil des Zellstoffwechsels. Eine Zelle an sich kann man immer als kleinen Mikro, als kleines Mini-Mini-Mini-Lebewesen für sich allein betrachten, nur dass die halt mit anderen Zellen verletzt sind, bei großen Organismen, auch beim Mensch, und die Gesamtheit der Zellen dann letztendlich ein Organ ausmacht. Bei uns eine Leber, beim Baum ein Stamm. Tatsächlich haben Pflanzen streng genommen, ganz streng genommen drei Organe, die aber durchaus noch mal ein bisschen differenziert werden können. Blätter, ein Stamm und eine Wurzel. Fertig. Ganz, ne? Aber erstmal, ne? Sehen Stammzellen, wenn sie gebildet wurden vom Kambium, ne? Also ganz frisch sehen die erstmal so aus. Aber dabei bleibt's nicht, weil so eine Zelle, die hat jetzt einen Stoffwechsel. Das heißt, die braucht Energie. Die muss vor sich hin Stoffwechseln halt. Wie jedes lebende Gewebe braucht die Energie, muss die ständig versorgt werden. Die teilt sich ja auch weiter. Die atmet. Jede Zelle atmet. Scheißegal, ob es eine Pflanzenzelle, eine Pilzzelle, eine Menschzelle, eine Bakterie oder was auch immer ist.
Wobei Atmung, rein streng genommen, richtige Atmung, oxidative Atmung, immer Sauerstoff voraussetzt. Es gibt einzelne Bakterien und es gibt auch Pflanzenzellen, die Energie durch Gärung erzeugen können und dann tatsächlich zum Beispiel durch Gärung, Milchsäuregärung beispielsweise, Alkoholgärung, solche Späße, und dann dadurch Energie erzeugen können und dann streng genommen nicht atmen müssen im Sinne von oxidative Verbrennung, Atmung, ne? Also mit Sauerstoff. Gut, aber diese Zelle hier, die muss das. Die braucht Sauerstoff, die muss atmen, die muss Zucker verbrennen. So, hier ist aber ein Problem. Wenn nämlich sämtliche Holzzellen so aussehen würden und so leben würden und entsprechend Energie verbrauchen würden, was macht dann ein gigantischer Baum mit einem riesigen Stamm, mit unvorstellbar großen Mengen von Holz? Der bräuchte extrem viel Blätter, um diese ganze lebende Biomasse mit Energie zu versorgen. Schlecht, ne? Und wenn wir jetzt eine Wasserleitung haben wollen und wir haben als Baumaterial im Prinzip bloß die Möglichkeit, solche Zellen zu bauen. Jetzt bauen wir solche Zellen und jetzt kommt unser Wasser und will da durch. Dann stellt es erstmal fest, ja scheiße, da ist ja eine Zellwand. Und dann nehmen wir mal an, durch die Zellwand kann es durchdiffundieren, was es durchaus kann, das funktioniert. Ne? Die Zellwand hat ja auch noch Öffnungen und natürlich findet ein Stofftransport in die Zelle statt. Es kommt auch wieder Zeug aus der Zelle raus, ist also überhaupt kein Problem. Aber jetzt kommt das Wasser da rein, was ist da in der Mitte? Diese fette Vakuole. Das heißt, es muss dann da drum rumfließen. Dann sind da noch so Zellkerne und so raue endoplasmatische Retikulums drin und all so ein Kladderadatsch. Lauter so Scheiß, den willst du nicht haben, wenn du versuchst, eine möglichst durchgehende Wasserleitung möglichst glatt, damit du allein mit der Kapillarwirkung, ne, möglichst einen hochreichenden Wasserfaden zustande bekommst, möglichst glatt, ne? Nicht mit Vakuole drin und Zellkern und all so um Scheiß, willst du nicht haben, du willst ja eine Wasserleitung. So, das heißt, dieser ganze Kladderadatsch, der ist scheiße, wenn du Wasser durchleiten willst. Deswegen, so sieht eine Holzzelle in ihrem absoluten Initialstadium aus. Die differenziert sich dann danach. Nachdem sie erstmal gebildet wurde, steht bzw. kriegt die so in irgendeiner geheimnisvollen Art und Weise das Signal, du bist jetzt eine Holzzelle und sollst zu einer Wasserleitungszelle werden. Übrigens, nur für diejenigen, die es ganz genau wissen wollen, die wasserleitenden Bestandteile im Holz nennen sich beim Nadelholz Tracheiden und beim Laubholz Gefäße. Teilweise ist auch noch der Begriff Tracheen im Gespräch. Der ist allerdings gilt als veraltet, das sagt man nicht mehr, weil Tracheen ein Atemsystem bei den Insekten ist und das wahrscheinlich ständig zu entsprechender Verwechslung geführt hat. Was, Tracheen? Darüber atmen die doch. Nein, das ist ein Gefäß im Holz. Nein, da atmen die Insekten mit. Oh Mann! Und ja, so konnte es dann ungefähr ablaufen, wenn zwei entsprechende Wissenschaftler, der Zoologe und der Forstbotaniker, sich treffen. Und dann klappen sie sich und offensichtlich war der Zoologe fitter. Der hat nämlich gewonnen und die Tracheen dürfen jetzt entsprechend die Insekten und übrigens auch die Spinnentiere als... Nee, die haben Fächer. Fächertracheiden? Nee, Fächertracheen? Ich weiß es nicht mehr, was die Spinnentiere für ein Atemsystem haben. Aber jedenfalls die Tracheenatmung... Ich glaube, das waren die Insekten. Na, aber Insekten sind nicht mein Fachgebiet. Sollte das also jetzt nicht gestimmt haben, was ich gerade erzählt habe, dann steinigt mich. So, aber beim Holz stimmt's. Bei das mit den Käfern weiß ich nicht. Egal. So, jedenfalls, so eine Zelle muss ich jetzt ausdifferenzieren, weil da steht ja drin im Bauplan dieser Zelle, ey, du sollst Wasserleitungszelle sein. Schmeiß mal den ganzen Kack, der da in dir drin ist, noch raus, den brauchen wir nicht. Du musst möglichst glatte Wände haben und du bist eigentlich nur dafür da, dass da Wasser durchdiffundieren kann. Soll heißen, diese Zelle macht jetzt Folgendes. Die bleibt nicht so schön rechteckig, das heißt, die bleibt schon in gewisser Weise so ein bisschen rechteckig, sondern die macht jetzt erstmal diesen hier, ne? Also wird erstmal länger, streckt sich in die Länge. Die Vakuole passt sich entsprechend an, die Zellwände wachsen entsprechend größtenteils eben in die Länge, nicht so sehr in die Breite und dann wird das Ding so lang. So, jetzt ist da immer noch theoretisch dieser ganze Kladderadatsch drin. Der stirbt.
der stirbt einfach und wird dann abgebaut. Ne? Das ist ja Biomaterial, das kann recycelt werden, das können andere Zellen, die noch jünger sind und noch am Leben sind, andere Holzzellen können das super brauchen. So ein Baum hat auch über sein gesamtes Leben immer lebende Zellen, selbstverständlich. Das Cambium zum Beispiel stirbt nie ab. Die können auch Material brauchen, also da kommt nichts um, das wird alles schön recycelt. So. Und damit jetzt allerdings in dieser Wasserleitungszelle, die sich jetzt entsprechend gebildet hat, das mit der Wasserleitung auch super, super gut funktioniert. Also das Wasser kommt auch durch die Zellwand per se durch, aber das dauert, weil da muss es immer den Umweg nehmen über diverse Poren, die da in der Zellwand drin sind. Und jetzt hat sich offensichtlich irgendwann mal vor ein paar Millionen Jahren oder auch, gibt es da schon Milliarden? Ich glaube, das könnte es, nein, ich traue mich nicht. Egal, also sagen wir einfach mal ein paar Millionen Jahre, ein paar viele. Sind dann mal irgendwelche Bäume, sage ich jetzt mal vorsichtig, auf die Idee gekommen, dass doch eine gute Idee wäre, wenn sie, damit da nicht dauernd das Wasser durch die Zellwand diffundieren muss, da lauter Löcher anlegen oben und unten. Ne? Da gibt es verschiedene Strukturen, da gibt es Gitter, da gibt es Löcher, da gibt es im Idealfall sogar vollständig aufgelöste Zellwände an den Enden von den Dingern. Und jetzt, ich kann das nicht dreidimensional malen, aber stellt es euch als dreidimensionales Rohr vor, bei dem das hier so vor oben da so schräg sitzt. Ne? Und da sind jetzt hier diese Löcher drin. Ja, ist hässlich. Aber so muss man sich das ungefähr vorstellen, in dreidimensional. Dafür bin ich einfach zu scheiße, was die Malerei angeht. Und da sitzt jetzt die nächste Zelle. Die sitzt da oben drauf. Und hat hier auch wieder dieses Lochsystem und die verbinden sich dann relativ nahtlos, zwei Zellen miteinander. So, und durch diese Löcher kann das Wasser da relativ widerstandslos ganz gut durchgleiten. Das hier, was ich hier jetzt aufgemalt habe, ist Beispiel Laubbaum. Man muss da jetzt nochmal differenzieren zwischen Nadelbaum und Laubbaum. Der Nadelbaum, der ist noch nicht so weit. Der hat noch nicht dieses clever ausgetüftelte Spezialholzzellending, was sich da bildet, nachdem klar ist, die Zelle soll zu Holz werden, also zu einer leitenden Holzzelle werden. Der Nadelbaum, der hat bloß sowas. Zum Beispiel sowas hier. Da, so ein dünnes Ding. Relativ dünn, ne? Die sind auch nie besonders breit, während das da ist vergleichsweise ziemlich breit. Also so eine Gefäßzelle in Laubholz, die kann man mit bloßem Auge sehen. Guckt euch mal einen schön abgeschliffenen Querschnitt von einer Eiche an. Da seht ihr immer im inneren Bereich, ja, im äußeren, je nachdem wie man es nennen möchte, von welcher Seite man guckt, eigentlich im inneren Bereich des Jahrrings, seht ihr wirklich sichtbare Löcher in so einer Eiche oder auch in einer Esskastanie, kann man das auch zum Beispiel ganz schön sehen und mit bloßem Auge erkennbar, das sind diese Wasserleitungen. Bei Eiche sieht man es eigentlich wirklich am besten. Und die sind wirklich riesig, bei der Eiche wirklich ganz, 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 ganz groß, bei Nadelbäumen immer viel kleiner, viel, 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 viel kleiner. Und die haben auch kapiert, dass hier drin kein Zellkern mehr drin ist und auch keine Vakuole. Und dieser ganze Kladderadatsch, den man dann nicht mehr braucht, sobald man als Leitungszelle, als Wasserleitungszelle ausdifferenziert ist. Und auch da stirbt die Zelle ab. Aber was die bisher evolutionstechnisch noch nicht begriffen haben, ist, dass es eine gute Idee ist, hier solche Öffnungen zum Wassertransport zu haben. Die haben nämlich bloß über ihre gesamte Länge Tüpfel, also Tüpfel gibt es auch beim Laubholz, aber es gibt auch verschiedene Tüpfel, das müssen wir jetzt auch nicht so ausführen, ne? Immer mal wieder so Öffnungen in der Seite. Die sind nicht oben und unten offen, sondern die haben in der Seite einfach immer so Öffnungen. So, und jetzt kann es sein, dass hier nebendran halt direkt nochmal so eine ist. Zwei Fasern liegen nebeneinander und dann haben die in der Mitte halt hier so einen Tüpfel. Da. Und durch diesen Tüpfel fließt dann das Wasser entsprechend weiter. Beziehungsweise das ist natürlich nicht nur einer, das sind vielleicht drei oder vier oder fünf oder ganz viele. Und dann fließt in die nächste Leitungszelle, steigt weiter hoch und das passiert dann so lange, bis halt der Baum irgendwann zu Ende ist. Apropos zu Ende, ich muss den Akku wechseln. Schauen wir uns das nochmal in der Realität an. Das hier ist eine mikroskopische Aufnahme
von Kiefernholz und oben sehen wir im Querschnitt die Tracheiden, also die Wasserleitungsgefäße, wie man sieht, schön leer, schön hohl, schön glatte Wände, kann das Wasser schön durchströmen. Unten gucken wir von der Seite sozusagen drauf und sehen diese kleinen Verbindungs-, diese kleinen Löchlein, die die Dinger untereinander sozusagen vernetzen. Und wenn die eine Faser quasi zu Ende ist, dann strömt das Wasser durch die kleinen Löchlein in die andere, die nebendran ist, die halt ein bisschen länger ist und immer so weiter bis halt eben ganz nach oben. So schaut das dann in der Realität aus. Es gibt da verschiedene Formen und verschiedene Typen. So wie ich es aufgezeichnet habe, ist es also eigentlich auch nur so eine abstrahierte Darstellung. Und hier haben wir mal ein schönes Beispiel, wo man einfach mal sehen kann, was für eine Vielfalt verschiedener Holzzellen in der Realität existieren. Zum Beispiel ganz links das dicke, fette, runde Ding. Das ist jetzt zum Beispiel so ein Gefäß. Das Zeug rechts, das sind alles diese Nadelbaumfasern, das auch so ein bisschen so aussieht wie das Zeug, was ich aufgemalt habe, die halt eben auch zur Wasserleitung dienen können. Aber es ist wirklich ein weites Feld und ich zeige euch das nur, damit ihr wisst, es ist schon relativ komplex, wenn man sich da intensiv mit auseinandersetzen möchte. An dieser Stelle zwei faszinierende Details, wie ich finde. Also mich faszinieren sie zumindest. Erstens. Der Nadelbaum ist, was ein Wasserleitungssystem angeht, hoffnungslos unterlegen und total veraltet. Funktionieren tut's trotzdem. Guckt euch riesenhohe Nadelbäume an. Derzeit höchster Baum der Erde ist ein Nadelbaum. Hochfaszinierend, ne? Ich habe da mal irgendwann in irgendeiner Vorlesung, ich weiß nicht mehr in welcher, als ich noch jung war und naiv, heute bin ich ja nur noch naiv, heute bin ich nur noch und, oder wie heißt das, egal, jedenfalls, habe ich da gemeint, der Nadelbaum wäre ja ein evolutionäres Auslaufmodell und es gab diverse Argumente, um den Herrn Tüxen davon zu überzeugen, dass er damit jetzt doch ein bisschen plakativ und voreilig war mit dieser Aussage, nämlich unter anderem, wenn dies so veraltet ist, das Wasserleitsystem im Nadelholz, ne? Und so vergleichsweise primitiv. Warum zum Geier ist der höchste Baum der Erde dann bitte ein Nadelbaum? Ne? Wobei man schon, das sind Gerüchte, man weiß nicht, wie hoch der wirklich gewesen ist. Aber angeblich soll der nachweislich im Sinne von, es ist total scheiße dokumentiert, aber gerüchteweise soll es mal einen 130 Meter Baum gegeben haben in Australien. Ich weiß nicht, ob es ein Eukalyptus war oder irgendwas anderes. Jedenfalls soll das 130 Meter hoch gewesen sein und wäre dann damit nachweislich auch höher als jeder höchste bisher nachgewiesene Nadelbaum, was Sinn machen würde aufgrund allein der technischen Umstände, dass das Leitsystem in den Nadelbäumen halt eben mehr Widerstand aufweist, ne? Weil einfach der Fließwiderstand, wenn das Wasser jetzt da hochfließt, durch dieses ganze Kladderadatsch da jedes Mal durchfließen, nachdem jede Faser zu Ende ist, ist nicht so schön, während man hier relativ widerstandslos eben durchfließen kann. Und nochmal, es gibt auch Laubbäume, die haben hier überhaupt nichts. Die haben hier quasi nur ein großes Loch, da ist die Zellwand oben und unten, der Übergang zu den Zellen in horizontaler, vertikaler? In vertikaler Folge ist der Übergang zwischen den Zellen vollständig aufgelöst. Die sind also wirklich nur eine glatte Röhre über 100 Meter, meinetwegen. Aber spielt scheinbar nicht so die Rolle, die man denken würde, die es tun müsste. Warum die Laubbäume das so erfunden haben, beziehungsweise warum sich das bei den Laubbäumen durchgesetzt hat, erfunden ist ja immer nicht ganz korrekt, wenn man sich schön an die Evolutionstheorie hält, aber ist relativ, meinen wir zu wissen, weil es effizienter ist. Aber notwendig ist es nicht, irgendwie. Große Rätsel in der Baumkunde, was das eigentlich, da kann man stundenlang sich drüber Gedanken machen. So, und das zweite, meiner Meinung nach faszinierende, diesen Unterschied in der Struktur der Wasserleitungen, sage ich jetzt mal, in Nadel- und Laubholz, bemerkt auch jeder, der gerne mit Holz arbeitet und Holz bearbeitet. Und wenn du mal versuchst, zum Beispiel Papier herzustellen, dann wirst du feststellen, auch mit Nadelholz funktioniert das super, weil das lauter so feine Fasern hat.
so einzelne lange, schöne Fasern, mit denen man wunderbar arbeiten kann. Auch wenn man mal einfach Nadelholz spaltet, sieht man allein schon an so einem gespalteten Holzklotz mit bloßem Auge diese einzelnen Fasern, diese einzelnen Holzstränge, die schon so richtig faserig aussehen. Natürlich sind die hart, klar, ist ja Holz, aber es sieht schon wirklich ziemlich faserig aus, denn es gibt ja nicht nur solche leitenden Zellen im Holz. Es gibt auch Zellen, die einfach nur der Stabilität dienen. So ein Baum wäre nicht besonders stabil, wenn er nur aus solchen dicken, fetten Röhren bestehen würde. Zum Beispiel jetzt so ein Laubbaum, eine Eiche, der Archetyp der stabilen Baumart, zumindest in Deutschland. Das wäre schlecht. Deswegen, es gibt auch noch Stabilitätsfasern. Dann hat also auch eine Eiche, hat auch so relativ dünne, relativ lange Faserstränge, die jetzt erstmal nicht zum Wassertransport gedacht sind, sondern wirklich nur die Stabilität erhöhen sollen. Wie die exakt aussehen, weiß ich jetzt gerade auch nicht auswendig, müsste ich jetzt auch nachgucken. Habe bei Holzwissenschaft nicht aufgepasst. Naja, teilweise. Beim Nadelholz sieht das lustigerweise so aus, dass da die anderen Fasern mehr oder weniger genauso aussehen wie die Wasser leiten, nur sind sie noch mal ein bisschen feiner, unter Umständen noch mal ein bisschen länger. Tatsache ist jedenfalls, dass man es wirklich in den Holzeigenschaften, gerade beim Spalten des Holzes, beim Sägen des Holzes, beim Verarbeiten des Holzes, sehr gut merken kann, ob man es eben mit Laubholz oder mit Nadelholz zu tun hat, aufgrund der deutlich intensiveren Faserigkeit der Nadelhölzer, allein eben aufgrund des Aufbaus ihrer Wasserleitungen. Ne? So, da der Laubbaum jünger ist, gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass es wohl irgendwie scheinbar eine gute Idee gewesen sein muss. Irgendwie, jedenfalls hat sie es evolutionär durchgesetzt, sich ein Wasserleitungssystem mit möglichst geringem Fließwiderstand zuzulegen. Und tatsächlich ist das auf jeden Fall nicht schlecht, auch wenn ein Nadelbaum das nicht hat und es trotzdem funktioniert. Aber auch da ist ja der Fließwiderstand reduziert. Ne? Auch da sind es abgestorbene Zellen, in denen nichts mehr drin ist, in denen kein Ballast sozusagen verfügbar, die Rauigkeit der Zelle sozusagen runtergesetzt ist, damit halt eben, ohne dass da nennenswert Reibung entsteht, der Wasserfluss stattfinden kann. So, aber selbst bei diesen optimalen Wasserleitungen, selbst beim Laubbaum, der die glatteste, auch nur am glattesten vorstellbare Wasserleitung sich zusammen evoluiert hat, die man sich nur vorstellen kann, reicht eben der Kapillareffekt alleine, wenn die Wasserleitung unten ins Wasser reicht, in stehende Wasser, das im Boden als Pfütze verfügbar ist, gehen wir da mal davon aus, trotzdem eben nur 10, 20 Meter, 30 Meter von mir aus, lass es 40 oder 50 Meter sein, dann funktioniert es ja immer noch nicht bei den richtig hohen Bäumen. Das heißt, es muss noch irgendeinen anderen Prozess geben, der dafür sorgt, dass der Wassertransport in die Baumkrone überhaupt möglich ist. Und da muss das Wasser hin, weil Photosynthese braucht nun mal Wasser. Denn bei der Photosynthese werden ja wunderbarerweise C6H12O6, also Glucose, aus entsprechend H2O und Sauerstoff. H2O und Kohlenstoffdioxid logischerweise entsprechend gebildet. Kohlenstoffdioxid ist in der Atmosphäre, muss man nur durch so kleine Öffnungen im Blatt reinlassen, dann ist es auch schon da. Ist nicht einfach, kann man jetzt nicht behaupten, dass der Prozess einfach wäre, aber es ist zumindest mal grundsätzlich potenziell verfügbar immer. Wasser ist das Problem, weil Wasser muss halt, wie gesagt, erst die, nehmen wir mal jetzt einfach an, es wären 100 Meter, den ganzen Stamm hoch gepumpt werden. So, und jetzt, wie funktioniert das bitte zum Geier? Weil eine Pumpe hat so ein Baum jetzt nicht, also ein Herz im Endeffekt. Ne? Das aktive Pumpsystem, was die Natur bisher hervorgebracht hat, um Flüssigkeiten in Organismen durch die Gegend zu pumpen, nennt sich Herz. Da gibt es eigentlich relativ wenig anderes, meines Wissens. Und ein Herz hat jetzt eine Pflanze nicht. Das heißt, die muss sich irgendwie anders behelfen. Und das Schöne ist jetzt, die braucht überhaupt keine Pumpe, weil es hat sich herausgestellt, und das ist auch unabdingbar notwendig, damit so ein Baum überhaupt funktionieren kann, dass der Wasser nach oben Transport in die Laubkrone völlig ohne Energieverbrauch stattfindet. Nur mal angenommen, da würde man Energie für brauchen, um das Wasser da hochzukriegen, dann wäre das Konzept Laubbaum fast unmöglich mit dem Nadelabwurf, weil
Man müsste dann ja im Frühjahr, wenn die neuen Nadeln austreiben sollen und die Photosynthese weitergehen soll, erstmal enorme Energiemengen noch über den Winter gerettet haben, um überhaupt zu bewerkstelligen, die Pumpe anzuwerfen, die Energie braucht, um das Wasser hochzubekommen, damit es überhaupt weitergehen kann mit der Photosynthese, die dann wieder neue Energie braucht, um die Pumpe am Laufen zu halten. Potenziell vorstellbar, wenn man aber weiß, gerade bei alten Bäumen, wie wenig Energie die eigentlich übrig haben, was sie selber brauchen, was sie benutzen zur Reproduktion, was sie dann fürs Laub verwenden, was sie in der Wurzel speichern, da bleibt gar nicht mehr viel übrig. Es gibt komplette Durchrechnungen, wie viel Energie in Form von Zucker der Baum wofür braucht und so weiter. Und da ist einfach nichts mehr übrig. Das wird alles verbraucht. Wenn jetzt noch der Wassertransport mit Energiebedarf, selbst wenn der Energiebedarf gering wäre, funktionieren müsste, würden Bäume A auf keinen Fall alt, B könnten sie sich so gut wie nur ganz selten mal überhaupt nur so ein ganz kleines bisschen reproduzieren und ganz bestimmt nicht riesige Mengen an Samen produzieren, was sie nun mal tun. Und alles würde entweder gar nicht oder nur unglaublich schlecht funktionieren, so schlecht, dass sich das System Baum gar nicht durchsetzen würde. Es ist also einfach notwendig gewesen und anders hätte es nicht funktionieren können, wie ja oft bei dem System, was sich letztendlich in der Natur durchgesetzt hat, dass man was entwickelt hat, was unabhängig, ohne Energie, allein durch Physik funktioniert. So, und das funktioniert nämlich jetzt so, dass im laufenden Betrieb, ansonsten ist es komplizierter, aber im laufenden Betrieb ist der Wassernachfluss dadurch gesichert, dass es ein Konzentrationsgefälle gibt. Das heißt, wir haben, ich mal mal was auf, Sekunde. Wir haben also von Boden bis außerhalb vom Blatt müssen wir ein kontinuierliches Gefälle der Wasserverfügbarkeit haben, des Wasserdrucks, des Wassers, das im System verfügbar ist. Funktioniert folgendermaßen. Hässlich, aber man kann es daran erklären. Unten im Boden haben wir im Idealfall flüssiges Wasser, weil es hat gerade vor kurzem geregnet, der Boden ist total nass, die Erde ist richtig, richtig, richtig feucht, total wassergesättigtes Medium jedenfalls. Gut, da drin sitzen jetzt Wurzeln. Oder, wenn es keine Wurzeln sind, Feinwurzeln übrigens, man muss bei der Wurzel unterscheiden, Grobwurzel, die ist eigentlich nur zur Stabilisierung des Baums da und dient dem Weitertransport vom Wasser. Und Feinwurzel, das sind so ganz, ganz dünne, haarfeine, wirklich ganz filigrane Würzelchen. Ja, die sind wirklich zumindest mit, na, sagen wir mal, dicken männlichen Barthaaren vergleichbar. vergleichbar im Durchmesser. Und die sind in der Lage, wirklich direkt zwischen den Zwischenräumen der einzelnen Körnchen Boden durchzuwachsen und direkt in das Wasser rein und das Wasser dann aufzunehmen. Dann leiten sie einen sehr dünnen Wasserfaden weiter in die nächst dickere, nicht mehr ganz so feine Wurzel. Da kommen dann mehrere dieser Wasserfäden zusammen. Es ergibt sich ein etwas dickerer Wasserstrom, ganz vorsichtig ausgedrückt. Wasserleitung in der Wurzel ist nochmal ein eigenes Thema, das ist nochmal komplex. Dieser Strom fließt weiter in die Grobwurzel und fließt von da dann auch eben entsprechend weiter. Warum fließt der immer weiter? Weil die Wurzel an sich ist schon mal ein System, das nicht aus, na, sagen wir mal, 95% Wasser besteht. Der nasse Boden, der besteht aus, na, sagen wir mal, 98% Wasser. Ne? Also diese Pfütze, die hier unten drin ist. Nur zur Verdeutlichung. Ne? Und in der Wurzel ist es weniger. Und jetzt hat Wasser die lustige Eigenschaft, insbesondere Wasser, aber auch viele andere Flüssigkeiten, dass es immer dem Konzentrationsgefälle hinterher fließt. Es fließt auch mit der Schwerkraft den Berg runter, aber im Baum fließt es ausnahmsweise mal nach oben, weil es dem Konzentrationsgefälle hinterher fließt und der Transport in diesen dünnen Kapillarkraft, ne, Wasserleitungen stattfindet. Deswegen ist der Baum das eine Ding, wo Wasser hochfließt. Ne? Aber nochmal zurück, unten jede Menge Wasser. Man spricht von einem negativen Wasserpartialdruck, ne, Wasserpotenzial. Das Wasserpotenzial ist null, wenn es sich um reines Wasser handelt. Dann gibt es kein Wasserpotenzial. Dann ist quasi kein Gefälle vorhanden, kein negativer Druck. Wenn es sich aber um was anderes,
als reines Wasser handelt, dann besteht ein gewisser negativer Druck im Ausgleich zum reinen Wasser. Und dieser negative Druck im Boden, der ist nur ganz leicht. Nur ganz, 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 ganz leicht, weil halt sehr viel Wasser da ist. Fast so viel Wasser, wie insgesamt da sein könnte. Deswegen sagen wir einfach mal 98%. So, die Wurzel, die enthält jetzt auch einen Haufen Wasser, weil sie ja direkt drin steht und das ganze Wasser die ganze Zeit aufnimmt und so weiter. Aber der negative Druck in der Wurzel zu vollständig Wasser ist auf jeden Fall höher, weil die enthält nicht so viel Wasser wie der Boden. Das heißt, das Wasser, das dazu neigt, immer dahin zu fließen, wo weniger Wasser vorhanden ist. Also Wasser macht all das nass, was trockener ist als es selbst. Finde ich, ist ein ganz guter Merksatz, den man sich da diesbezüglich einfach merken könnte. Sprich, Wurzel, die trockener ist als Wasser, in Wasser wird nass, weil Wurzel trockener als Wasser. So, jetzt ist unsere Wurzel, sagen wir mal, auch verflixt nass. Was ist jetzt trockener als die Wurzel? Ein Bereich weiter hinten in der Wurzel, der zum Beispiel gar nicht mehr unten in der Pfütze drin hängt, sondern schon ein Stückchen oberhalb der Wasserlinie. Das heißt, unser Wasser fließt wieder dahin, wo es trockener ist, als da, wo es sich gerade befindet, sprich die Wurzel entlang. Immer in die Bereiche, die noch ein bisschen trockener sind. Und noch ein bisschen trockener. Und damit steigt dieser Druck, dieser negative Druck, zu vergleichsweise reinem Wasser weiter an. Und das ist auch wichtig. Da muss ein kontinuierliches Abfallen dieses Drucks vorhanden sein, damit dieser Fluss des Wassers immer wieder weiter stattfindet. Weil jedes Mal, wenn das Wasser an einer neuen Stelle ankommt, gleicht es da ja den Druck wieder aus. Das heißt, nebenan muss der Druck noch niedriger sein, damit der Fluss weiter stattfindet. So, und jetzt kommt unser Wasser dann irgendwann auch mal in den Stamm. Und spätestens hier setzen jetzt diese Kapillaren ein. Da führt jetzt nochmal zusätzlich die Kapillarkraft dazu. Also es bis zum Stamm zu bekommen, ist noch nicht so schwer. Allein schon deswegen, weil es noch nicht so sehr hoch geht. So, aber hier bis zu dem Stamm müssen wir jetzt mal noch einen kleinen Break machen, weil es ist zwar durchaus möglich, dass durch diesen ständigen Potentialausgleich, dieses ständige dem weniger nass hinterherfließen, des ständigen Nassmachens sozusagen, das Wasser sich fortbewegt. Es ist aber auch möglich, und das kommt insbesondere bei Nicht-Baumpflanzen zu tragen, irgendwelche krautigen Pflanzen, wie hier der Luzuloides, dass die relativ viel Aufwand betreiben müssen, um das Wasser quasi nach oben drücken zu lassen, aus dem Stamm in die Gefäße, die dann nach oben transportieren. Die haben ja auch Wasserleitungen, ne? Jede Pflanze hat Wasserleitungen, jede Landpflanze wohlgemerkt. Wenn sie im Wasser stehen, dann haben sie keine. Egal, jedenfalls unter Wasser stehen. Aber jetzt, es ist auch möglich, dass dieser Wasser quasi aktiv gedrückt wird, indem im Wurzelbereich, da wo das Wasser aufgenommen wurde, da noch Zeug reingelagert wird. Weil dann steigt im Wasser der Druck mit dem eingelagerten Zeug. Nehmen wir mal an, da packen wir jetzt Zucker rein und in der Zelle nebendran ist kein Zucker drin. Das heißt, das Zuckerwasser diffundiert dahin, wo weniger von ihm selbst da ist, in die nächste Zelle. So, jetzt wird in der Zelle wieder ein bisschen zusätzlicher Zucker eingelagert, damit da wieder genauso viel Zucker drin ist wie in der Zelle links davon, aber nicht so viel Zucker wie in der Zelle rechts davon. Das heißt, das Wasser fließt in die Zelle rechts. Und wenn man da jetzt wieder Zucker einlagert, dann fließt das Wasser wieder weiter. Wieder in die nächste Zelle, wo weniger Zucker drin ist. Das heißt, man braucht einen Haufen Energie, man braucht einen Haufen Zucker, man muss den ganzen Zucker verschwenden, man muss die Energie aufwenden, um den Zucker da reinzupumpen. Also gewisse Pumpprozesse durch eine Membran, eine Zellmembran, sind nämlich schon möglich in Pflanzenzellen. Dieses Minimum an Pumpe, das haben sie. Mehr haben sie nicht. Sie haben kein Herz, das so richtig mit Druck lauter Leitungen durchspült. Das gibt's nicht. Aber durch Membranen kann Material entgegen eines Fließgleichgewichts aktiv durchgepumpt werden. Das braucht aber Energie. So, aber jedenfalls kann man dann damit das Wasser auch bis zum Stamm gegebenenfalls transportieren. Das ist auch dann der Grund bzw. einer der Faktoren, die dazu führen, dass wenn man einen Baum unter Umständen im Frühjahr abschneidet, dass dann auch da ein bisschen der Schnitt sozusagen der Wasser rausquillt. Das ist nämlich noch die Energie von der Wurzel, die eben versucht, jetzt mit extra Druck, ne, mit Wurzeldruck, das Wasser mit aktiv unter Energieverbrauch in den Stamm reinzuschieben.
Und das dient halt einfach dazu, um den Wasserlauf sozusagen in Gang zu bekommen. Insbesondere zum Beispiel im Frühjahr, wenn noch gar keine Photosynthese betreibende Blattmasse in dem Ausmaß vorhanden ist, dann wird das gerne mal gemacht, einfach um den Wassertransport in Schwung zu kriegen. So. Aber das ist jetzt hier gar nicht nötig in unserem Beispiel. Das wäre einfach nochmal so eine Zusatzinfo, die ich euch noch mit auf den Weg geben wollte. Wir haben jedenfalls jetzt unser Wasser, das immer vom ganz Nassen zu etwas weniger Nassen geflossen ist und zum noch etwas weniger Nassen und immer etwas Trockeneren, ist jetzt bis zum Stamm angekommen und da funktioniert das genauso. Erstens mal hilft eben über diese langen Entfernungen die Kapillarkraft enorm weiter, damit das überhaupt so weit hochsteigen kann. Dann hilft ebenfalls, das ist auch ohne würde das nicht funktionieren, die Adhäsion, also die Wassermoleküle, die aneinander heften, dass sie also nicht einfach nur übereinander liegen, die Wassermoleküle, und nichts miteinander zu tun haben, sondern auch aneinander festkleben. Dass dieser Wasserfaden, der jetzt immer weiter hochsteigt, weil er immer wieder in Bereiche kommt, in denen noch kein Wasser vorhanden ist, sozusagen, und der Wassermangel immer eklatanter wird und damit auch der Druck immer weiter steigt, dieser negative Druck, der das Wasser vorwärts treibt, dieser Wasserfaden würde trotzdem irgendwann, weil dieser Druck auch zum Teil dann riesengroß wird, reißen, wenn es halt eben diese Adhäsionskräfte, die Wassermoleküle, die aneinander festkleben, sozusagen nicht gäbe. Nämlich besagter Druck kann zwischen Wurzel und Blatt 10 bar problemlos mal betragen. Theoretisch kann das unter gewissen Bedingungen in manchen Bereichen von kleinen Pflanzen sogar noch viel, 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 viel mehr werden. Es gibt Pflanzen, da wird das Wasser mit 40 bar Druck zeitweilig transportiert, aber im Baum nicht. Ne? Weil einfach über diese langen Entfernungen, die Schwerkraft zerrt ja noch dran und so weiter, das würde dann einfach reißen. Aber um mal einfach eine Zahl genannt zu haben, bis zu 10 bar, aber da kann man sich streiten. Meistens läuft es mit deutlich weniger Druck ab, was ja auch gut ist, weil das Risiko, dass der Wasserfaden einen dann unterwegs durchreißt, dann geringer ist. Denn wenn einem der Wasserfaden unterwegs durchreicht, entlang dieses Druckgefälles, dann ist er erstmal gerissen. Ne? Das Wasser, was oberhalb von der gerissenen Stelle ist, das wird vielleicht noch ein Stückchen weiter gesogen, aber von unten kommt nichts mehr nach. Weil da ist ja jetzt dann schon alles Wasser gesättigt. Das Wasser hat keinen Grund mehr sozusagen woanders hin zu fließen, weiter zu fließen, weil dieses Konzentrationsgefälle unterbrochen ist. Das bleibt dann einfach stehen an der Stelle und klebt dann als totes Wasser in seiner Röhre und bewegt sich einfach nicht mehr. Jetzt gäbe es höchstens noch die Möglichkeit, diesen Wasserfaden wieder instand zu setzen, indem man eben mit Wurzeldruck, was ich deswegen gerade erklärt habe, hingeht und eben aus der Wurzel durch Zucker, zum Beispiel Zuckereinlagerung, eben einen zusätzlichen Druck erzeugt, der das Wasser dann zusätzlich aktiv in den Stamm reindrückt. Und zwar so weit hoch, bis halt eben diese Lücke, wo der Wasserfaden gerissen ist, wieder geschlossen ist. Und dann würde es auch normal, auf normalem Wege, auch weiter nach oben steigen. Aber das funktioniert eben nur bei Rissen im Wasserfaden, die relativ weit unten sind. Man kann mit diesem Wurzeldruck das Wasser nicht 80 Meter hochdrücken, um ein in 80 Metern sich befindliches Loch in Anführungszeichen zu stopfen. Also es gibt begrenzte Reparaturmechanismen eines gerissenen Wasserfadens, aber halt eben sehr begrenzt. So, jedenfalls, unser Wasserpotenzial treibt unser Wasser jetzt den Stamm hoch, treibt es dann auch erfolgreich irgendwann in einen Ast bis in ein Blatt. So. In einem Blatt, da gibt es die sogenannten, da gibt es Interzellulärräume, also Hohlräume, die vor den Stomata, den Spaltöffnungen, das sind so kleine Gasaustauschlöchlein im Blatt, liegen. Und da wird das Wasser jetzt quasi reingesaugt, weil von da verdunstet es dann auch ständig aus dem Blatt raus. Und außerhalb vom Blatt, also an der frischen Luft, da haben wir das mit Abstand niedrigste Wasserpotenzial. Weil die Luft in 100 Meter Höhe, die ist schon relativ trocken. Jedenfalls ist die Luft in 100 Meter Höhe, angenommen einfach 100 Meter, viel, 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 viel trockener als unser fast 100% wassergesättigter Boden, wo unsere ganz, 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 ganz dünnen Würzelchen das Wasser letztendlich aufgenommen haben. Und über den gesamten Prozess, den gesamten Transportweg, diese ganzen 100 Meter und noch länger, weil es muss ja auch erst die Wurzel entlang wandern, die kann durchaus auch mal 10, 20 Meter lang sein, wenn es dumm läuft,
gab es halt eben dieses Konzentrationsgefälle. Und das ist letztendlich die Kraft, die absolut notwendig ist, um eben den Wassertransport in solche Höhen zu ermöglichen. Aber auch besagte Kraft, und das hatte ich auch schon mal irgendwo anders erwähnt, ist begrenzt, weil um das über mehr als zum Beispiel 120, 130 Meter, man weiß nicht genau, 135 Meter hat auch schon mal jemand behauptet, aber dann ist wirklich irgendwann Schluss, um das noch höher zu bekommen als diese Grenze, da wäre dann einfach ein Druck notwendig, der so hoch ist, dass die Adhäsionskräfte der Wassermoleküle, die den Wasserfaden zusammenhalten, auf keinen Fall mehr halten könnten. Das würde dann sofort zerreißen. Es wäre dann einfach nicht mehr möglich, das noch höher zu transportieren. Man geht davon aus, dass deswegen ein Baum schlicht und ergreifend einfach nicht höher wächst. Der versucht es gar nicht erst, weil ihm dann nur die Wasserfäden reißen, sondern er bleibt dann wirklich vom Höhenwachstum her irgendwann stehen. Wir wissen das nicht so genau, weil wir wenig so hohe Bäume haben zum Untersuchen. Und wächst dann quasi immer noch Zweigwachstum, aber halt eben in die Breite. Und die Zweige dann tendenziell wieder etwas nach unten. Dann funktioniert es wieder ein wenig, ne? Aber schwierig. Und genau wissen wir es halt, wie gesagt, auch nicht, weil wir zu wenig Anschauungsmaterial entsprechend haben. So, das ist die eine Sache. Und jetzt trinke ich erstmal einen Schluck. Man kann sich jetzt ganz gut vorstellen, dass das beschriebene System bei einem Nadelbaum, weil immer grün, quasi ununterbrochen so durchläuft, ne? Im Winter braucht er unglaublich geringe Wassermengen oben, hat eine miserable Photosyntheserate, allein dadurch, weil die Nadeln teilweise mit Glycerin angereichert sind als Frostschutz, damit da eben nichts gefrieren und dann gesprengt werden kann, weil Wasser sich ja ausdehnt. Ne? Haben wir ja auch schon besprochen, dass das auch wieder so ein Effekt ist, der in der Natur eine große Rolle spielt. Aber jedenfalls findet auch bei Nadelhölzern im Winter ein minimales Wachstum statt. Man weiß nicht genau, ob das der Grund ist für dieses minimale Wachstum oder einfach nur ein positiver Nebeneffekt. Aber damit lässt sich ganz gut erklären, weshalb eben dieser Wasserfaden, dieser Wassertransport, dieses Potenzial von wenig negativ zu sehr, 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 sehr negativ bei einem Nadelbaum über seine komplette Lebenszeit immer gegeben ist. Dieser Wassertransport findet also durchgehend immer statt, weil immer auch ein bisschen Photosynthese, damit einhergehend Wasserverbrauch, damit einhergehend eben das Potenzial so bleibt, dass es immer stattfindet. Ne? Also beim Nadelbaum haben wir damit also quasi schon alles erklärt. Wie kommt Wasser in die Krone? So, dann kann da entsprechend Photosynthese gemacht werden und damit ist eigentlich erstmal gut. Beim Laubbaum ist die Sache natürlich erheblich komplizierter, beziehungsweise bei wechselgrünen Bäumen, das würde jetzt auch für eine Lärche gelten, beispielsweise als wechselgrüner Nadelbaum, weil da setzt ja die Photosynthese im Winter vollständig aus. Das heißt, damit kann auch dieser normale Wassertransportweg im Frühling, wenn jetzt die Blätter austreiben sollen, erstmal so gut wie nicht funktionieren. Wie macht man jetzt das? Wie funktioniert das jetzt zum Geier, bitteschön, mit dem Laubaustrieb? Wie kommt jetzt das Wasser dann bitte nach oben? Weil irgendwie nach oben kommen muss es. Denn so eine junge Knospe, wie sie dann entsprechend am Baum hängt, die haben wir erfreulicherweise gerade was, die treibt dadurch aus, dass da einfach so lange Wasser reingepumpt wird, sich die Vakuole in den Blättern, was eine Vakuole ist, haben wir schon geklärt, dann aufpumpt, die Blätter quasi immer größer werden, dann werden diese Knospenschuppen hier abgesprengt und die jungen Blättchen, die hier drin sitzen, das Ding ist ja schon vertrocknet, aber die Anlage für die jungen Blättchen, die hier drin sitzen, pumpt sich immer weiter auf und man kann wunderbar, wenn man irgendeinen Baum oder eine sonstige Holzpflanze wechselgrüner Art im Garten stehen hat, wunderbar dabei zugucken, wie sich dann irgendwann im Laufe des Frühlings die Knospen aufsprengen, in Anführungszeichen, so winzig kleine Blättchen rausgucken, die noch in irgendeiner Form zusammengefaltet sind, gibt verschiedene Faltemechanismen, sich dann langsam ausfalten und dann auch noch mal eine Zeit lang noch mal zusätzlich wachsen. Es gibt erst ganz kleine Blättchen und dann werden sie größer und größer und größer. Das liegt einfach daran, dass immer mehr Wasser in den Vakuolen eingelagert wird und sich das Blatt einfach immer weiter streckt. Da werden gar nicht so sehr neue Zellen angelegt, sondern einfach nur die vorhandenen aufgepustet. So, ab einem gewissen Punkt, wo dann das Laub draußen ist,
setzt logischerweise denn die Photosynthese ein und wir haben wieder Wasserverbrauch oben in die Atmosphäre mit dem super, super niedrigen Wasserpotenzial und es läuft. Ne? Der eben beschriebene Wasserprozess läuft. Aber was ist, solange halt eben die Knospen noch nicht ausgetrieben sind? Und das ist der springende Punkt, weil wir wissen es nicht hundertprozentig, wie genau das funktioniert. Jetzt kann man lange überlegen, mit welcher Art von Methode auch immer es möglich sein muss, im Frühjahr trotzdem Wasser den beschriebenen Weg hochzubekommen durch das Holz. Aber alles Quatsch, denn ihr erinnert euch an den Baumstumpf, bei dem wir gesessen sind, ne? Vorne an der Straße, also da, wo die Straße so laut zu hören war. Und da hatte ich extra ein Material erwähnt, das sich Phloem nennt. So, und da muss ich jetzt nochmal zu meinem Notizbüchlein greifen. Also, erstens, eine junge Phloemzelle sieht genauso aus wie eine junge Xylemzelle, also eine Holzzelle. Ne? Das ist erstmal wurscht. Die differenzieren sich nur anders. Die vom Cambium abgegebenen Zellen sehen alle zu ganz allererst erstmal gleich aus und dann entwickeln sie sich zu unterschiedlichen Zelltypen. Das Ding, haben wir jetzt gesagt, ist hier zu dem Ding geworden. Also eine Gefäßzelle zum Wassertransport. Hätte auch zu einer Faserzelle, das Ding, was ich hier so wunderschön daneben gemalt habe, werden können, eben zum Zwecke der Stabilität. Übrigens auch so eine Faserzelle, die stirbt ab. Allerdings ist die nicht dafür ausgelegt, dass beim Absterben ein Hohlraum entsteht. Das ist eigentlich der wesentliche Unterschied. Die ist einfach dafür da, dicke Zellwände auszubilden, die dann stabil sind und ordentlich Material in den Holzkörper bringen, dass der einfach mechanisch stabil ist, wenn der Wind kommt und solche Späße. Gut, aber gehen wir jetzt eben mal davon aus, diese Zelle hier hat nicht die Aufgabe, zu einer Gefäßzelle zu werden, sondern die wird nach außen vom Cambium abgegeben. Nicht nach innen, da wo das ganze Holz ist, sondern nach außen, da wo das Phloem ist. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder das Teil soll mal irgendwie Rinde produzieren und für Rinde zuständig sein und so weiter und so fort. Mal ganz grob einfach formuliert. Das interessiert uns jetzt nicht. Die Rinde ist uns jetzt scheißegal, uns geht es ja um den Transport von Stoffen. Möglichkeit 2, auch im Phloem gibt es Leitungen zum Stofftransport. Vertikaler Art. Ne? So, und die sehen jetzt folgendermaßen aus. Tada! Also das Ding hier. Das hier ist die eigentliche Transportzelle im Phloem. Sieht erstaunlich ähnlich aus wie meine großartig schlecht gezeichnete Holzzelle zu Transportzwecken. Und die haben beide auch exakt, fast, dieselbe Aufgabe, nämlich die dienen zum Ferntransport. Also bei einem Laubbaum sind das auch eben so langgestreckte Zellen, relativ groß. Deswegen auch dieses leicht poröse Material im Phloem, was wir bei diesem Stamm da gesehen haben. Das ist typischerweise so ganz leicht porös. Das konnte man da jetzt best gut sehen, weil er halt schon eben ein bisschen am Verrotten war und so weiter, am Austrocknen und all sowas. Aber ein wesentlicher Unterschied, das Ding, was hier nebendran hängt, das gehört noch dazu. Und das ist eine Geleitzelle, weil wir haben hier quasi das gleiche Prinzip wie hier. Ne? Die Zelle an sich, die ist tot, die ist leer, damit es wenig Fließwiderstand gibt, damit also das durchfließende Material ohne großen Widerstand durchgepumpt werden kann. Auch haben wir bei dieser Zelle oben und unten so Siebelemente. Und da ist es jetzt anders als beim Holz, da kann das Sieb fehlen, das kann ein Gitter sein, es kann vollständig aufgelöst sein. Hier gibt es immer solche Siebdinger, also solche einzelnen Löcher, immer. Diese Zelle hier, die ist so halb am Leben. Also die lebt schon, aber hat keinen eigenen Stoffwechsel. Das übernimmt die Zelle nebendran. Das ist eine Geleitzelle eben. Ne? Die hat einen ganz normalen Stoffwechsel. Die braucht die kann Energie verbrauchen, die kann atmen, die lebt vor sich hin. Und die hat die Aufgabe, gegebenenfalls Dinge in das Leitsystem einzuleiten. Ne? Also wenn du jetzt über verschiedene lebende Zellen in diese lebende Zelle beispielsweise Zucker transportierst, dann ist die in der Lage, unter Energieverbrauch den Zucker jetzt in dieses Leitsystem reinzukriegen. Warum? Naja, damit der Zuckertransport irgendwie stattfinden kann im Baum. Ist ja wichtig, ne? Weil wir ja gelernt haben, jede lebende Zelle hat einen Stoffwechsel
Und das heißt, die braucht auch Zucker, weil sie atmen muss. Und um atmen zu können, musst du ja Glucose verstoffwechseln mit Sauerstoff. Machen wir ja auch nichts anderes. So, und das heißt, jede lebende Zelle, insbesondere auch die Feinwurzeln ganz unten im Boden, also im exakt anderen Ende der Blätter, wo der Zucker herkommt, wo er photosynthetisch hergestellt wird, gerade die brauchen relativ viel Zucker. Weil solche Feinwurzeln wachsen auch ständig und müssen ständig erneuert werden, etc. und so weiter und so fort. Muss also irgendwie nach unten kommen. Dass das nicht funktionieren kann, den Zucker jetzt bei den Wasserleitungen, die nach oben fließen, reinzuschmeißen, in der Hoffnung, dass er gegen die Fließgeschwindigkeit durch die Schwerkraft nach unten sinkt als Zuckerwasser, ist natürlich Quatsch. Das kann ja nicht funktionieren. Da braucht man gar nicht lange drüber nachdenken. Heißt, es muss logischerweise noch einen Runterstrom geben. Wasser hoch zur Zuckerproduktion, ein Runterstrom zum Zuckerverteilen in der gesamten anderen Pflanze, außer in den Blättern selber, wo sie halt produziert wird, der Zucker. Ne? Allein schon dieser Zuckerstrom ist wichtig für die kleinen Ästchen, an denen das Blatt dranhängt. Schon allein die Ästchen sind ja schon nicht in der Lage, als nicht grüne Pflanzenmasse Photosynthese zu betreiben. Das heißt, wir haben ein zweites Leitungssystem neben dem Holzleitungssystem, das ja passiv funktioniert. Und da haben wir aufgrund dessen, dass wir eben nachweisen können, dass jede dieser Leitungszellen im Phloem eine Geleitzelle hat, die lebt und einen Stoffwechsel hat, gehen wir davon aus, dass es mitunter notwendig ist, hier Energie zuzuführen, damit der Stoffstrom im Phloem überhaupt stattfinden kann. So, das große Geheimnis, wie jetzt vermutlich der Laubaustrieb funktionieren kann, besteht darin, dass dieses Phloem-Leitsystem potenziell in beide Richtungen funktionieren kann. Es ist also jetzt möglich, mit dem, was ich beim Wurzeldruck schon erklärt hatte, Zelle links, also das Ganze soll nach rechts fließen. Links lagert Zelle Nummer 1 Zucker ein. Das Zuckerwasser fließt dahin, wo weniger Zuckerwasser ist, zur Zelle daneben. Da wird dann wieder das Zuckerverhältnis ausgeglichen, indem noch ein bisschen Zucker eingelagert wird. Dann fließt wieder eine Zelle weiter. So, und das Gleiche funktioniert im Prinzip, ganz einfach erklärt. Es ist noch nicht genau geklärt, wie das eigentlich wirklich funktioniert. Aber eine gängige Theorie ist, wenn das Wasser von oben unten nach oben steigen soll, dann muss im Frühjahr zum Beispiel ein Haufen Zucker in der Wurzel eingelagert sein, was der Fall ist, wird über den Winter gespeichert. Und tatsächlich eben damit durch immer wieder Zuckereinlagerung durch die Geleitzelle in die aktuelle Zelle, in der sich gerade der Wasserstrom befindet, das Ganze nach oben gedrückt. Und so kriegt man dann vielleicht, das ist nur eine gängige Theorie, wie gesagt, keiner weiß, wie das genau funktioniert, das Wasser auch, wenn gerade kein Konzentrationsgefälle feststellbar ist, nach oben, und zwar genug Wasser, um eben entsprechend die Blätter zum Laubaustrieb zu bringen. Man kann das experimentell so ansatzweise, teilweise ein bisschen nachweisen, und das haben viele von uns auch schon gemacht, also von uns, die wir jetzt hier hocken. Nämlich viele von uns haben schon mal eine Birke angeschnippelt im Frühjahr. Ja, und dann läuft das Wasser raus. Und zwar auch dann, wenn die Blätter noch gar nicht draußen sind. Heißt, der Xylem-Wasserstrom aus der Photosynthese, der kann das ja nicht sein, der uns da rausläuft. Außerdem schmeckt das Wasserchen, was da dann rausläuft, aus der Wunde in der Birke ja tendenziell ein wenig süß. Aber Zucker von oben kann es nicht sein, weil die Blätter sind noch nicht draußen. Ah, merkt ihr was? Also, das ist nur eine Theorie. Ne? Das ist noch nicht alles abschließend geklärt. Aber wenn man im Frühjahr so einen Baum anpiekt und da läuft das Wasser raus, obwohl er noch gar keine Blätter hat, dann kann das zu großen Anteilen wahrscheinlich der Phloem-Wasserstrom nach oben eigentlich nur sein, weil in die andere Richtung macht es keinen Sinn zu fließen. Wie soll das gehen? Was soll denn von da oben nach unten fließen können? Da oben wird ja nichts produziert. Wasser ist da oben auch nicht eingelagert, das da unten fließen könnte in die Wurzel. Andersrum würde es funktionieren eben. Also das wäre so ein mögliches Indiz, weshalb das vielleicht der Grund ist, beziehungsweise dass das halt so in irgendeiner Form funktioniert. Außerdem müssen wir ja noch wissen,
der Baum über den Winter ist relativ wassergesättigt. Ne? Das ganze Holz ist voll mit Wasser. Denn die tote Holzmasse, nachdem unsere Wasserleitungszellen hier abgestorben sind und nachdem irgendwann die Wasserleitung nicht mehr funktioniert, weil der Wasserfaden abgerissen ist und nicht mehr repariert werden kann, dann stehen die ja immer noch als Hohlraum zur Verfügung. Und die haben, das habe ich jetzt der Einfachkeit halber so dargestellt, nicht nur Öffnungen nach oben und unten, sondern hin und wieder haben sie auch mal eine Öffnung zur Seite. Das heißt, es kann schon zwischen den einzelnen langen Leitungen auch mal in die nebendran liegende Leitung Wasser austreten. Und jetzt nehmen wir mal an, wir hätten zwei Leitungen, hier dahinter noch eine, hinter der da einfach noch eine und in der hier fließt noch, in der dahinter ist schon lange kaputt. Wenn hier jetzt immer schön fließt mit einem ordentlichen Druck, dann tröpfelt da nach und nach immer mal wieder so ein Tropfen in die leere Leitung nebendran. Und sollte es jetzt mal vorkommen, irgendwann, dass das Wasser, das von unten kommt, alle geht, beziehungsweise knapp wird, dann wird nebendran der Speicher sozusagen einfach mitgeleert durch den Druck, der hier entsprechend herrscht und sorgt dafür, dass der Wasserfaden nicht abreißt. Weil er würde ja abreißen, wenn dann irgendwann überhaupt kein Wasser mehr nachkommt. Dann wird der Druck zwischen viel Wasser, wo kein Wasser mehr ist, und ganz, ganz wenig Wasser unendlich hoch und dann reißt der Faden sofort. Aber eben mit solchen Wasserreservoirs im hinteren Bereich des Stamms, im inneren Bereich des Stamms, kann das über einen ziemlich langen Zeitraum ziemlich gut ausgeglichen werden. Im Fakt ist es sogar so, dass die meiste Photosyntheseleistung von den Bäumen über den Tag verteilt, da gibt es nämlich durchaus große Unterschiede, relativ früh morgens, kurz nach Sonnenaufgang, so richtig losgeht und dann auch wirklich im Maximum bis spätestens mittags erreicht und dann deutlich zurückgeht. Warum? Weil über Nacht die Bäume einen Haufen Wasser einfach aufgenommen haben, was sich dann durch auch ein gewisses Massengefälle ne, in diesen Bereichen des Stamms eingelagert hat, wo es gespeichert werden kann. Und der Speicher läuft dann sozusagen erstmal leer am frühen Morgen. Der Druck, mit dem das Wasser hochgesaugt wird, kann nämlich auch reguliert werden, einfach dadurch, wie sehr diese Öffnungen in den Blättern die Wasserdampf abgeben und Kohlenstoffdioxid aufnehmen, wie sehr die sich öffnen oder halt eben entsprechend schließen. Das kann der Baum so ein bisschen selber steuern. Was nicht möglich ist, ist 100% schließen, 99% geht. Und deswegen kann es halt ein großer Trockenheit sein, dass dieses 1%, was sie dann immer noch offen sind, zum Verdursten der ganzen Pflanze führt, ne, zum Vertrocknen dann quasi, weil sie all ihr Wasser da oben raus verbraucht hat, was sie im Prinzip gerne sein lassen würde, was aber halt eben nicht funktioniert. Nur ganz wenige spezialisierte Pflanzen schaffen es, ihren Wasserverbrauch durch die standardmäßig trotzdem stattfindende Photosynthese dann wirklich auf ein absolutes, solches geringes Minimum runter zu regulieren, dass sie eigentlich auch bei gar nicht vorhandenem Wasser trotzdem noch lange Zeit ausharren können. Beispiel ein Kaktus, ne? Und solche Spezialisten halt eben. Ein Baum kann das generell nicht. Wir haben keinen Baum, der so richtig auf so richtig lange Trockenphasen so richtig gut angepasst ist. Die brauchen immer noch eine gewisse Mindestwasserversorgung. Was sie ja auch ganz gut haben, weil sie mit ihren langen Wurzeln unter Umständen bis ins Grundwasser kommen. Weshalb wir auch in Trockengebieten trotzdem Bäume haben können, sofern das Grundwasser nah genug eben ansteht, dass man mit der Wurzel noch hinkommt. Aber jetzt schweife ich ab. Jedenfalls, das wollte ich euch jetzt im Wesentlichen noch ergänzt haben, das Phloem-Leitsystem, diese beiden Dinger. Ne? Und das kann man sich jetzt sozusagen als Rundlauf-Kreislauf vorstellen, im normalen Betrieb, wenn jetzt das Laub schon ausgetrieben ist und die Photosynthese stattfindet. Wasser, natürlich übrigens auch mit den ganzen im Boden gelösten Nährstoffen, Calcium, Magnesium, Eisen, all so ein Kram, das landet selbstverständlich, weil es ja auch aus mit dem Wasser aufgenommen wird, durch die Wurzel landet das selbstverständlich auch im üblichen Wasserkreislauf und kann dann eben entsprechend nach oben transportiert werden. Da in den Blättern ist auch der höchste Verbrauch für so ein Zeug. Ne? Aber das steigt alles nach oben, passiv. Der produzierte Zucker, der muss aktiv unter Energieaufwand auch runter. Also auch der Runterstrom, der muss aktiv mit dem Konzentrationsausgleich vermutlich, das weiß man ja eben nicht so genau, gesteuert werden, weshalb halt eben hier die ne, Geleitzellen vorhanden sind. Man dachte eine Zeit lang, nur Laubbäume hätten Geleitzellen, man hat aber auch, die heißt anders,
die hat irgendeinen ganz komischen Namen. Ähnliche Zellen mit vermutlich der gleichen Funktion hat man auch im Nadelholz Phloem gefunden. Ne? Also ein Nadelbaum hat genau auch so ein Phloem und hat da auch solche Zellen drin, die mögen ein bisschen anders aussehen, die erfüllen aber die gleiche Funktion. Also nur, dass immer klar ist, da ist der Unterschied zwischen Nadel und Laubholz zwar strukturell ein bisschen gegeben, aber funktionell ist es ungefähr gleich. Funktioniert offensichtlich auch im Primitiv, weil es gibt ja auch wechselgrüne Nadelbäume, die es dann auch irgendwie schaffen. Wahrscheinlich eben mit demselben System, weil so könnte man sich erklären, wenn sie beide die Anlage für dasselbe System haben und beide dasselbe können, den Laubaustrieb hinzukriegen. Ne? Lerche als Beispiel. Es ist interessant, es ist schwierig, es ist nicht so einfach. Ich hoffe, ihr habt mir folgen können und einigermaßen kapiert, worauf ich hinaus möchte. Wichtig wäre nochmal eben, habe ich eben nicht zu Ende gedacht, den Gedanken, beziehungsweise nicht zu Ende gesprochen. Wir haben also ein Kreislaufsystem, Wasser mit Nährstoffen hoch in die Blätter, Wasser mit Nährstoffen umgesetzt zu Zucker und das wiederum wird dann halt eben runter wieder transportiert zu den Zellen, die es gerade brauchen und nicht selber herstellen können. Also das mit der Pflanze kann alles, was sie braucht, durch Sonnenlicht und Wasser selber herstellen, das stimmt zwar, aber das kann sie halt nicht in allen Zellen, sondern nur in denen, die wirklich auch Photosynthese betreiben und alle anderen Zellen, die irgendwelche anderen Funktionen wie eben Wurzel mit Wasseraufnahme erfüllen oder eben Langstreckentransport im Stamm. Da gibt es ja auch lebende Zellen, wie wir gemerkt haben, oder Wachstumszellen wie das Cambium, das braucht enorm viele Nährstoffe. All sowas muss dann halt eben aus den Photosyntheseprodukten versorgt werden. Nochmal wichtig, Holz bis auf die äußerste Schicht, äußerste Schicht immer, die jungen Zellen, ist mehr oder weniger tot und erfüllt keine Funktion, außer dass es A, der Stabilität dient, also auch so eine gestorbene Wasserleitungszelle, die hier, die trägt ja auch zur Stabilisierung bei. Selbst wenn sie jetzt keine super dickwandige Faserzelle, die nur zur Stabilisierung da ist, ist sie im gestorbenen Zustand trotzdem was Holz relativ hart und stabil und widerstandsfähig entsprechend macht. Aber man kann halt auch zusätzlich eben noch entsprechend Wasser drin speichern. Der innere Stamm hat diese beiden wesentlichen physiologischen Funktionen, Wasserspeicher und eben Stabilität, dass der Baum so schnell nicht umfällt. Und dann jetzt noch eine Sache, nämlich man darf sich aber auch nicht dogmatisch den Xylemstrom nach oben und den Phloemstrom nach unten getrennt vorstellen, sondern da ist ja bloß das Cambium dazwischen. Ne? Da ist ja nicht viel Platz dazwischen. Die laufen ja mehr oder weniger direkt nebeneinander. Selbstverständlich gibt es da auch wieder Löcher, wo ein Austausch stattfinden kann. Heißt, ist auch deswegen wichtig, weil es wäre ja scheiße uneffizient, wenn zum Beispiel eine Zelle auf 50 Meter Stammhöhe, eine Cambiumzelle, gerade dringenden Bedarf an Magnesium hat. So, und jetzt wird, mal ganz vereinfacht gedacht, in der Wurzel gerade ein Magnesium-Ding, Molekül, aufgenommen. Ne? Und das transportiert jetzt der Strom nach oben bis ganz hoch in die Krone. Und da landet es erstmal und dann muss es erst mit dem Zuckerstrom langsam runter transportiert werden. Der Gesamttransportweg bei einem 100 Meter hohen Beispielbaum beträgt dann 150 Meter, mindestens, Wurzel nicht mitgerechnet. Ist ja blöd. Stattdessen ist es durchaus möglich, dass das Ding halt mit dem Xylemwasserstrom 50 Meter weit aufsteigt, die entsprechende Zelle angemeldet hat, hier bitte ein Magnesium auswerfen und dann wird sozusagen aus dem Xylemwasserstrom ein Magnesium kurz ausgefiltert, ausgeworfen und direkt in die entsprechende Zelle gesetzt und spart sich 100 Meter Weg. Zumal dieser Wasserstrom auch nicht unglaublich schnell ist. Ich habe vergessen, wie schnell. Es ist auch nicht super langsam, aber halt eben auch nicht wirklich richtig, richtig flott, kann man jetzt nicht behaupten. Insbesondere der Phloemstrom runter, der ist noch mal einen Ticken langsamer als das Xylem-Ding. Das geht noch vergleichsweise flott, nur dass ihr das auch wisst. Ne? Also auch ein Zuckerhochtransport, wenn zum Beispiel das Laub gerade Probleme hat, irgendwelche Blätter gerade angegriffen werden von irgendwelchen Fraßfeinden und dringend ein Metabolit brauchen, was gegen die Fraßfeinde wirkt, beispielsweise irgendein Gift
und die haben gerade nicht genug Zucker auf Lager, weil sie alles nach unten geschickt haben, dann ist es zum Beispiel auch vorstellbar, dass irgendein Signal der gerade zuständigen Phloemzelle sagt, ey, allen Zucker, den du gerade dabei hast, schmeißen rüber ins Hoch, ne? Damit das wieder nach oben kommt, weil da wird da gerade gebraucht. Die müssen dringend Gift produzieren, um den junge Buchenblätter fressenden Bushcrafter da zu töten, der Meinung ist, junge Buchenblätter fressen zu müssen, weil die ja ach so lecker sind, ne? Kann ich ja persönlich nicht nachvollziehen. Nein, das würde nicht passieren. Junge Buchenblätter können sich erstmal gar nicht wehren. Erst wenn die älter sind, dann ist es überhaupt erst möglich, dass da nennenswerte Mengen von Gift, weil man ständig drin rumkaut, eingelagert werden können. Und die Mengen, die eine Buche an Phagien in ihre alten Blätter reinklatscht, wenn man ein paar davon frisst, das macht einem jetzt eigentlich nichts. Wobei es sicherlich schon irgendwie möglich wäre, über riesige Mengen an Buchenblättern, die der geneigte Greenfood-Bushcrafter verzehrt, dann irgendwann zu verrecken. Insbesondere, wenn die Buche mitbekommen hat, dass das immer derselbe ist, der da frisst und dann ein spezielles Anti-Bushcrafter-Gift in ihre Blätter einlagert. All solche Sachen ist zwar etwas ein bisschen meiner Fantasie entsprungen, aber theoretisch denkbar. Ich denke, das war jetzt genug Stoff fürs Erste. Und ja, gibt noch diverse Sachen, die man da noch klären könnte. Aber es langt an dieser Stelle. Wenn ihr es noch genauer wissen wollt, lest am besten nach oder wartet so lange, bis ich irgendwann Bock habe, das nochmal ausführlicher oder einzelne Details davon nochmal ein bisschen separat zu besprechen. Ne? Wenn ihr Lust habt, euch mal solche Zellen hier anzugucken, dann ergoogelt euch doch einfach mal auf Wikipedia, beziehungsweise vielleicht blende ich euch auch noch ein paar Bilder ein. Könnte ich eigentlich machen. Ja, könnte ich machen. Könnte ich machen, dann habt ihr sie jetzt schon gesehen, jetzt am Ende des Videos, dann waren sie vorher schon drin. Ich glaube, das mache ich. Es gibt jedenfalls auch ein paar frei verfügbare molekular auf mikroskopische, lichtmikroskopische und elektronenmikroskopische, das wollte ich sagen, Aufnahmen von solchen Holzzellen, die man sich diesbezüglich ganz gut angucken kann. Habt ihr dann jetzt zu diesem Zeitpunkt schon gesehen. Wenn nicht, könnt ihr selber noch mal ein bisschen rumgoogeln, sucht mal Phloem, Xylem, Tracheen, Tracheiden und all so ein Kram. Das sind lauter so Suchbegriffe, wo man bei der Bildersuche durchaus ein paar schöne Abbildungen entsprechend finden kann. Auch zu den Tüpfeln, also den Verbindungen zwischen den einzelnen Zellen. Auch eine sehr interessante Sache, da gibt es auch viele verschiedene. Zu Tüpfeln kann ich auch noch mal irgendwann separat was erzählen. Aber jetzt ist wirklich Schluss. Tschüss, aus. Nicht betüxen lassen. Geht in den Wald. Nicht mir zuhören. Tschüss.